Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Und zwar habe ich jetzt hier so einen schönen Aufnahmemarathon, jetzt sage ich mal, hingelegt heute Abend. Ist immer noch der Tag, an dem ich ja wieder angefangen habe aufzunehmen, also nach der langen Pause. Und ich habe einfach mal gedacht, ich nehme jetzt einfach mal sehr viel auf, damit ich nächste Woche auch ordentlich hochladen kann, denn es kommt der Beyond Two Souls raus und ja, es kommt auch Kingdom Hearts wieder, muss ich wieder aufnehmen, was ja auch schon lange nicht kam. Und ich muss Ratchet & Clank fertig aufnehmen, deswegen einfach mal heute viel aufnehmen, damit dann nicht wieder so eine lange Pause entsteht. Und wir werden jetzt vielleicht die letzten Level 35er Missionen machen. Mit Minotaurus, Hannibal und Ivankov. Und dann kommen als nächstes die Level 40er Missionen. Da starten wir natürlich oben mit Ruffy und gehen dann wahrscheinlich bei Whitebeard dann weiter. Das wird dann schon interessanter. Jetzt wird aber erstmal zum Minotaurus gegangen und dann nochmal Boa Hancock, weil die fast Level 40 ist. 驚異的な体力を誇る極卒獣ミノタウロスは敵に回せば厄介だが味方にすれば頼もしい彼らとの対決に勝てば仲間になってくれるかもしれない。Okay, also ähnlich wie der Lapin, der kann super gut reden. So, ja. Wieder mal drei Parteien, hatten wir länger nicht. Minotaurus arbeitet wahrscheinlich mit Magellan und Hannibal zusammen. Gehe ich mal von aus. Wir müssen hier nichts vorbereiten, wir können direkt losstarten. Los geht's. Kennen wir die Strecke, los. Zeitbegrenzung. Und hier lang zu gehen ist eine blöde Idee, wir sollten unten rum. So, Along. Wir haben mich gestört bei meiner Attacke. So, perfekt. Along ist weg. Der stört mich nicht mehr. Okay, wir müssen das hier alles einnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Wir haben nicht viel Zeit, also muss ich mich hier beeilen, also muss ich hier die stärksten Attacken einsetzen, die wir haben, also muss ich immer hier diese Herzen spammen. Ihr müsst das ja nur noch diesen Kampf mitmachen. Ich kann das ja einsehen, wenn das für euch zu langweilig ist, wenn ich hier die ganze Zeit dieselben Moves mache. Aber ehrlich gesagt, das Moveset von Hancock ist nun mal extrem begrenzt. Entweder draufkloppen oder diese Herzen, mehr kann die halt nicht. Egal, was für eine Combo ich mache. Deswegen mache ich einfach mal das, was am meisten abzieht, damit wir damit so schnell wie möglich durch sind. Und dann geht's jetzt schon weiter. Hoch in den gelben Bereich, in den nächsten. Dann Creed redet also mit uns. Aber den sind wir doch gerade. So. Warum heilt er sich denn? Egal, wir haben ihn besiegt. Verstehe gerade nicht, warum der sich geheilt hat. Achso, weil die hier so einen Boost haben drauf, oder was? Magellan? Wie kommt der Magellan her? Okay. Verdammt, ich treffe den nicht. Der ist zu weit weg. Okay, ich habe ihn doch getroffen. Sehr gut. Oh, der ist auch näher rangekommen, wie es aussieht. Oh, wir können ihn so nicht treffen, wir können ihn so nicht treffen, dann müssen wir so machen. Perfekt. Okay,
Perfekt. Das Territorium eingenommen. Dann weiter hoch. Warpol. Wo ist er hin? Warpol erreicht den Rückzugwurf. Oh! Eigentlich schaltet Warpol aus, natürlich. So. Jetzt macht er schon wieder. Wo ist er? Wo ist er? Habe ich es nicht geschafft, ihn rechtzeitig zu besiegen? Warpol ist wieder da. Also sowas, dass sich der Gegner zurückzieht und wieder auftaucht, das kenne ich aus der Story, aber aus diesen Freundesmissionen kann ich das bislang noch nicht. Und so, jetzt kommt mal Anführer her. Perfekt, unser Territorium. Dann mal schnell runter zur Mitte, wo Warpo jetzt erschienen ist, damit wir die Gelben mal komplett auslöschen können. Und dann müssen wir nur noch die Roten erledigen. So, Warpol. Du hast dich ja wieder ordentlich regeneriert, aber das sollte dir nicht reichen. Tschüss. Perfekt, Anführer. Super. Und dann machen wir den Anführer platt. Jawohl. Dann darüber. Oh, wir können jetzt schon zum Boss. Jawohl. Ich dachte gerade, der hat rote Augen, weil der von diesem Ideal getroffen ist, aber das kann er ja gar nicht, weil wir sind hier ja gar nicht in der Story. So, das war jetzt super schwer, den zu besiegen. So. Das Gebiet möchte ich aber trotzdem noch gerne erobern, bevor ich mir jetzt da oben den Minotauros da schnappe. Ja, Minotauros. Ist ja eher ein Ross als ein Minotauros. Auch wenn das auch nicht stimmt, weil es ja eigentlich eher ein Bulle ist oder eine Kuh, wie er eben gemutet, aber. Und tschüss. Unser Gebiet. Und dann hoch zum Minotauros. Egal, ob der Speisesaal jetzt ein Level sinkt oder nicht. Obwohl, doch, wir erobern wir jetzt auch noch schnell. Wenn wir schon mal dabei sind, kriegen wir vielleicht sogar genug XP, um gleich auf Level 41 hochzukommen. Wäre ja möglich.
Da ist der Anführer. Oh, der ist schon versteinert, wo ich ihn noch gar nicht angegriffen habe. Ist ja auch schön. So, unser Territorium. Jetzt bin ich aber bereit. So, Minotauros. Oh oh. Oh oh. Alter, lass mich doch einmal ein komisches Herzding jetzt hier machen. So, geht doch. Dann machen wir jetzt so. Levelaufstieg. Level 40. Perfekt. Territorium eingenommen. Und jetzt machen wir dich platt. Tschüss. Fast sogar den S-Rang. Wir haben am Ende noch ein bisschen viel Schaden bekommen. Ansonsten hätten wir vielleicht sogar den S-Rang geschafft. Aber egal. Genau. Tut mir auch leid. Das reicht, glaube ich, nicht fürs nächste Level. Ach, aber es ist wieder so nah am nächsten Level dran. Das ist immer verschenkte EP, muss ich dazu sagen, wenn ich das jetzt einfach lasse. Aber wisst ihr was? Auch wenn es bestimmt tierisch langweilig für euch ist, ich finde die Freundschaftsmission hier sowieso jetzt nicht so mega spannend. Wir machen einfach noch eine Runde mit Hancock. Jetzt haben wir auch das Sanji-Zeichen endlich. Oder ist es einfach nur neu, dass wir es in Silber haben? Ich glaube, das ist einfach nur, dass wir es in Silber haben. Sonst hätten wir jetzt diese komische Brief da wieder voll gekriegt. Wir machen, auch wenn ihr es mir jetzt wahrscheinlich übernehmen werdet, weil es langweilig ist, nochmal ein Part damit. Bei Hannibal. Nochmal Hancock. Damit wir Level 41 kriegen und dann nehmen wir danach definitiv einen anderen. 大韓国インペルダウンの副所長であるこの私が海賊たちと一緒に戦ったとなれば責任を問われるのは失格なる上は差し違えても所長になりたい。あ、間違えた。差し違えても一矢報いのみじゃ。 So. Auftrag ist, besiege Hannibal natürlich und rette Ivankov. Gerne. Theoretisch müssen wir hier nichts umändern, also los. Kennen wir, Pankasar, größte Strecke im Spiel. Starten mal mit diesem Kampf hier. Tag Magellan. So. Perfekt. So. Schreibt die feindlichen Truppenanführer aus. Ich verstehe. Was sollten wir hier auch sonst alles machen? Oh, wir nehmen hier ordentlich viel Schaden, also das mit dem S-Rank gemeint, jetzt schon vergessen. So, wo ist der Chef? Da hinten ist der Chef. Bitte sehr.
Und tschüss. Schnell nach da oben, da sind viele Truppenanführer. Okay. Bereitet einen Angriff auf Crocodile vor. Das kann er ruhig vorbereiten. Wir werden uns natürlich beeilen und versuchen, ihn auszuschalten, aber ob uns das so schnell gelingen wird, ist natürlich eine andere Frage. Zuerst müssen wir hier den Marinekommandanten ausschalten. Haben wir gemacht. Dann mal rein hier, Luki. Okay, dann machen wir es mal so. Okay, und noch einmal, dann ist er tot. Komm schon! Jawohl! Kannst du deinen Angriff sonst wohin stecken? Also noch einmal nach da unten rechts und dann ist da links bei noch ein einziger und dann können wir da schon rein. So, Hannibal. Hier wird wohl noch Minotaurus irgendwo stecken. Da zum Beispiel. Was machst du denn da? Ich dachte, das wäre eine Spezialattacke, die der gemacht hat, aber das war einfach nur mal ein Angriff abwehren. So. Und tschüss. Das waren dann die beiden. Oh, Hannibal kommt jetzt schon. Kann ich ihn da schon mal hin? Ja, ja, du bist da. Haben wir alle gesehen. Dann komme ich mal kurz zu dir runter. Dass da drei Leute spawnen, ist ja mittlerweile normal. Also, Hannibal. Auf die einfache oder auf die schwere Weise? Einfach ist, du lässt mich jetzt, dich jetzt gleich am Anfang schön mit meiner Combo treffen, dann bist du gleich mal eingefroren oder versteinert. So, und dann kann ich das nochmal machen und dann verlierst du schon mal massiv viel Leben, dann kann ich das nochmal machen, während du deinen Modus hier aktivierst. Verdammt, jetzt wurde ich getroffen. Jetzt können wir die einfache Sache erstmal vergessen. Dann machen wir es halt so. Okay, einfach ist es wahrscheinlich trotzdem noch. Denn... tschüss! Geschafft. Oh, hallo. Da hat's wohl gefunkt. Ja, den Spruch haben wir jetzt auch das letzte Mal gehört. Jetzt geht's nämlich endlich weiter mit anderen Charakteren. So, wunderbar. Level 41. Alle sind glücklich. Ja, ist gut. Hannibal jetzt als Freund. Lock von Magellan freigeschaltet. Der wird wahrscheinlich wieder ein 40er sein. Gehe ich mal ganz stark von aus.
Lass uns zusammen auf Abenteuerreise gehen. Weil wir jetzt eine bestimmte Anzahl an Freunden freigeschaltet haben, oder warum kriegen wir das? Ja, ist tatsächlich eine 40er, dann machen wir jetzt als Finale Ivankov und dann starten wir ganz oben bei Ruffy und Whitebeard mit den Level 40ern. Dann bin ich ja gespannt, was wir jetzt hier in den Lücken noch alles freischalten werden. Ja, Start mit Ivankov und jetzt müssen wir natürlich erst wieder ein paar Vorbereitungen treffen. Wir nehmen jetzt ja wen anders. Aber wen? Gab es eine Empfehlung, aber den nehme ich definitiv nicht. Buggy hatten wir ja hier erst, Crocodile hatten wir hier auch, ich glaube ein Falkenauge hatten wir auch, Ace hatten wir. Kusan hatten wir gerade erst, genauso wie Jinbei, Marco hatten wir. Usopp hatten wir glaube ich kurz, Robin hatten wir auch, Ruffy hatten wir, Zoro hatten wir, Sanji hatten wir, vielleicht sollten wir Nami nochmal nehmen. Oder Chopper oder Franky sogar. Franky haben wir erst ab Level 5 das letzte Mal gespielt und die war, glaube ich, Franky. Komm. Ivankov, der zusammen mit Kuma, ja, für Ruffys Vater, für Monkey D. Dragon gearbeitet hat. Unter ihm diente, unter ihm, ja, sogar ins Gefängnis fiel, ins größte Gefängnis, was es auf dieser Welt gibt, in Impel Down. Zusammen mit Ruffy konnte er entkommen und, ja, arbeitet seitdem vermutlich wieder an der Seite mit Monkey D. Dragon. Aber was mit Bartholomeus Bär passiert ist, das wissen wir ja leider. Wer es nicht weiß, das möchte ich nicht spoilern, denn das wurde noch nicht offiziell so weit gesagt, wie wir jetzt sind. Und deswegen möchte ich das noch nicht sagen. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich schon genug Leute gespoilert habe, die nur die deutschen Sachen geguckt haben. Aber ich habe am Anfang des Let's Plays gesagt, dass ich so weit auf die Story eingehen werde, wie sie ja bislang auch hier schon stattgefunden hat in... Ja... Bis zum Ende des ersten Teils, war nun mal bis zu dem Krieg zwischen der Marine und der Whitebeard-Ruffy-Allianz. Was natürlich keine richtige Allianz war, sondern Whitebeard hatte gegen gekämpft und Ruffy kam mit seinen ganzen Gefängniskumpanen dazu. Wollte dann alle Ace befreien und in der Szene, oder zumindest in der Zeit, in der Ivankov Ruffy geheilt hat und dann hochgegangen ist und so weiter, kam halt... Ja, raus, dass Ivankov Ace ebenfalls retten muss, weil Ace ja angeblich der Bruder von Ruffy ist, auch wenn sie nicht blutsverwandt sind und deswegen natürlich laut Dingens, laut Ivankov auch der Sohn von Monkey D. Dragon sein musste und der ist ja immerhin sein Freund und den muss er deswegen retten und alle sind froh und alle sind glücklich, bis auf, dass Ace halt nicht mehr ist. Aber okay, ja, kann halt mal passieren, ne? Franky Level 41. Und Münzen auswählen. Oh Gott, das war wirklich ganz am Anfang noch. Okay, ganz vorne starten. Raleigh oder lieber Minotauros? Minotauros nehme ich. Minotauros kooperiert nämlich gut mit dem Hanyabai, der wiederum, glaube ich, mit Ruffy passt. Ist das richtig soweit? Ruffy, wo bist du? Der passt leider nicht mit Ruffy, das ist Kacke. Aber der passt mit dem Pazifista und der passt mit Ruffy. Was, auch nicht? Aber du scheinst mit Kusan zu passen. Und der passt doch bestimmt mit Ruffy, oder? Alter, der passt auch nicht mit Ruffy. Ich kann kotzen. Na gut, dann machen wir hier was anderes hin. Und zwar gucken wir nochmal nach ganz oben.
haben wir hier den was an dem Iwankovs Zeichen, aber leider passen die Zeichen ja immer nicht mit den dazugehörigen Charakteren dazu, warum auch immer. Okay, wir gehen jetzt ganz einfach mal anders an, würde ich sagen. Wir starten hier vorne und nehmen stattdessen gleich mal Vista. Dann machen wir da stattdessen gleich mal Marco rein. Und dann nehmen wir neben Marco, wie gesagt, wir gehen das Ganze jetzt andersrum an. Neben Marco kommt dann hier Ace, neben Ace kommt dann hier Ruffy. Ruffy. Würde auch Nami passen. Hat sogar noch ein paar mehr Sterne. Nami wiederum passt mit Ruffy. Nehmen wir doch Ruffy. So, und der passt dann nämlich wieder mit Raleigh zusammen. Sieht das nämlich auch gut aus hier. Okay. Was machen wir hier? Verona. Passt bestimmt. Haben wir einen silbernen Lissop? Ne, aber wir haben eine silberne Boa Hancock. Und wir haben auch einen Zorro. Das passt natürlich noch besser. Zorro. Zorro wiederum passt mit seinen eigenen Schwertern. Aber dann passt nichts mehr an die Schwerter ran, ne? Überleg jetzt gerade. Wenn wir die Schwerter nach hier packen, dann ist Zorro da dran. Dann hierhin Perona. Und dann hierhin Boa Hancock. Der wiederhin mit Ruffy kooperiert. Dann haben wir hier doch eine gute Sache. Dann kommen hier unten nochmal der Walhai, der Jinbei. Leider nicht mehr zur Marine gehört. Sonst würde hier nämlich Smoker und Spandam auch einfach nebeneinander passen. Und dann könnten wir dann noch das Marinezeichen dran kloppen. Dann wären wir perfekt. Aber leider klappt das nicht. Noch nicht mal der Fischmenschenkapitän passt an den Fischmenschen. Hm. Dann machen wir da Nami dran. Und dann kommt dann Nami. Ja, Jeff, aber. Ich glaube, da passt es besser, wenn wir hier einfach Frankie und Brooke noch dran klopfen und dann sind wir alle zufrieden und alle glücklich und dann sind wir auch fertig hier. Hm? Ne, der Walhai vorne hat, glaube ich, mehr. Passt hier leider nicht hinten irgendwas hiervon, ne? Doch, Spandam passt da. Oh, geil. Dann haben wir hier doch nochmal richtig schön was rausgehauen unten. Fähigkeiten. Fleisch für Körper können wir behalten. Rohe Gewalt, Hochspannung, Hochspannung und dann Rohe Gewalt und dann... Was Fleisch für Körper haben wir oben? Ich wieder Fleisch für Stärke, sorry. Und dann Finalschlag, so. Als Freund nehmen wir dann einen von den neuen hier unten mit. Zum Beispiel nehmen wir mal Ecki. Also los. Sabao, die Archipel, kennen wir. So, schalten die feindlichen Truppenanführer aus. Da ist hier auch schon der erste. Perfekt. Ja, Frankie gefällt mir auch. Alter, was kloppen die denn alle auf mich ein? Was
natürlich passen, gehören zu Ivankov hier die Gefängnisinsassen. Woanders kam Ivankov ja noch nicht vor. Aber ich bin mal so ein bisschen von dem Spiel hier abgesehen auf die normale One Piece Story gesehen. Ich bin ja mal extrem gespannt, wann und wie Ruffys Vater, wo wir jetzt gerade hier bei Ivankov sind, in die Geschehnisse der Story eingreift. Hat er einmal ganz kurz, hat er Ruffy ja befreit. Von Smoker, ganz am Anfang. Und seitdem, da kam er dann noch ganz kurz vor, weil Robin ja, ja, weiß nicht, direkt bei ihm. Ist auf jeden Fall bei der Revolutionsarmee da von Bartholomäus Bär hingetrieben worden, wo sie ihre 2 Jahre dann verbracht hat. Und ja, Ivankov ist dazu gestoßen. Das heißt, man kennt schon mal den noch aus seiner Gruppe. Ich kann mir vorstellen, dass später dann irgendwann Bartholomäus Bär auch wieder dazu stoßen könnte. Dann hat er schon mal 3 gute Kameraden, aber ja, er wird wahrscheinlich versuchen, die Weltregierung oder die Marine zu stürzen, aber wie? Das ist jetzt die Frage. Und vor allem wann? Da bin ich noch ziemlich gespannt drauf. So, probieren wir mal die Attacke. Okay, die scheint stark zu sein. Leider habe ich Sanji damit nicht getroffen. Und die Attacke scheint Sanji überhaupt kein Leben abzuziehen. Ich muss warten, bis er eine Style-Leiste, also eine Style-Attacke hier ablässt. Jetzt zum Beispiel, dann kann ich auch wieder versuchen, ihn anzugreifen. Leider hat er mir am Ende noch ordentlich Schaden gemacht, das hätte nicht sein müssen. Aber dafür ist er jetzt weg. So, Piratenkapitän. Alter, jetzt machen die aber hier ordentlich. Kloppen jetzt ordentlich rein hier alle. Ja. Bär. Und los geht's. So weit, so gut. So. Okay. Wir können die tatsächlich nicht steuern, auch nicht kurz. Aber die haben doch das Moveset, verdammt, ich verstehe das nicht. Das Moveset existiert doch, man kämpft doch auch gegen die. Ach, egal. Wenn die Entwickler keine Lust hatten, muss ich ja doch irgendwie steigern vom Vorteil. Zu diesem ist jetzt schon mal eine Steigerung, dass man überhaupt in der Hauptstory auch schon andere Charaktere spielen kann. Als Ruffy oder als die, die... Ja doch, allgemein als Ruffy. Hilfe! Angriff! Okay, Problem. So. So, erstmal alle weg hier. Ein feindlicher Truppenanführer ist noch da und der befindet sich in dem Raum, in dem wir jetzt da vorne gelangen werden oder in dem Bereich, in dem wir jetzt gleich gelangen werden. Da ist er doch. So, Piratenkapitän. Was
Wir kommen, Ivankov. So, hoffentlich schaffe ich das noch. Ja, ich schaffe es noch. So weit, so gut. Hilfe! Lass mich hier weg, ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge fest. Ach du Scheiße. Nein, ich konnte mich nicht komplett drehen. Oh, ich habe aber trotzdem getroffen. Gut. Wunderbar. Frankie hat hier ordentlich aufgeräumt. その名もアーマード・オレ。バナータの覚悟、本物ね。いいわ。力を貸してあげちゃぶるよ。 So, das heißt auf jeden Fall, dass wir noch eine Runde mit Frankie spielen werden. Denn wir sind noch nicht an ein Level aufgestiegen. Dann werden wir die Ruffy-Mission wohl mit Frankie absolvieren müssen. Die Fähigkeit für Freunde erhalten. Ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, einen nicht steuerbaren Charakter als Freund mitzunehmen. Denn der macht zwar so eine Superattacke, aber anders können wir halt mit unserem Freund noch draufkloppen. Und das macht irgendwie viel mehr Sinn. Also werden wir das mal erstmal unterlassen. Und uns jetzt nur noch Freunde mitnehmen, die wir halt auch wirklich als steuerbare Charaktere hier besitzen. Sonst macht das einfach keinen Sinn, finde ich. Bringt viel mehr, wenn wir da erst noch draufkloppen können und dann unsere Superattacke einsetzen, statt dass die direkt hier abgefolgt wird. Und ja, damit würde ich sagen, war es das wieder für diesen Part. Und beim nächsten Mal starten wir dann wohl rein mit der Mission von Ruffy. Und der Mission von Whitebeard. Und wenn wir dann hier nichts weiteres freischalten, ich glaube nämlich, das sind die Charaktere, die noch neu auftauchen werden und steuerbar sind. In den beiden Finalkapiteln da hinten. Und deswegen wird dann wahrscheinlich entweder Okta freigeschaltet, oder wenn ihr dann immer noch nicht freigeschaltet ist, dann halt mit Ahlung. Also im nächsten Part auf jeden Fall Ruffy, Whitebeard und Okta, oder Ruffy, Whitebeard und Arlong. Freut euch auf jeden Fall drauf, ich tue es. Die Ruffy-Mission wird wohl noch mit Frankie stattfinden. Danach kann ich mal sehen, wie viele EP wir dann haben. Wenn es sau viel ist, dann sage ich, okay, wir spielen noch eine Runde mit Frankie. Aber wenn es... naja, mittelmäßig viel ist, dann werden wir danach wieder einen anderen Charakter wählen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.